Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie auf iOS-Geräten den Bildschirm aufnehmen können. Dafür gehen Sie ins Control Center, häufig ein Swipe von oben und drücken auf den Button mit dem Kreis und dem Punkt in der Mitte hier mit einem Pfeil markiert. Nachdem Sie den Button gedrückt haben, läuft ein Timer ab, 3, 2, 1 und zeigt an, ab welchem Punkt eine Aufnahme beginnt. Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Aufnahme, gehen Sie wieder zurück ins Kontrollmenü und drücken auf den roten Button, hier markiert mit einem Pfeil. Dies beendet die Bildschirmaufnahme. Das fertige Video wird in der App Fotos gespeichert und kann dort weiter bearbeitet, versendet oder auch gelöscht werden. Falls Sie den Button Bildschirmaufnahme nicht wiederfinden in Ihrem Kontrollzentrum, können Sie diesen einfach hinzufügen, indem Sie auf Einstellungen klicken, anschließend auf Kontrollzentrum und dort haben Sie eine Liste mit möglichen Steuerelementen fürs Kontrollzentrum. Im oberen Abschnitt sehen Sie die Elemente, die bereits hinzugefügt wurden. Hier zum Beispiel den Codescanner für QR-Codes. Im unteren Abschnitt finden Sie die weiteren Elemente, die hinzugefügt werden können. Wenn sich dort die Bildschirmaufnahme befindet, können Sie durch den Klick auf den Plus-Button dieses Steuerelement dem Kontrollzentrum hinzufügen. Anschließend finden Sie den Button in Ihrem Kontrollzentrum, indem Sie runterswipen.